Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Internetcafé und Supermarkt Simulator 24. Wir dürfen die Musik nicht vergessen. So, ja, wieder diese Musik, ich weiß, und das ist auch eigentlich egal. Offscreen habe ich noch ein bisschen gesammelt gestern, also ja. Wir können auf jeden Fall schon mal ein bisschen loslegen, um irgendwas zu erweitern oder so. Wir schauen mal. Natürlich kommt er hier wieder mit einer anderen Musik. Egal. Wird ignoriert. So, ja, dann starten wir mal. Also ich sollte wirklich mal mich konzentrieren auf eine gewisse Sache und zwar aufs Erweitern und die Rechnung bezahlen zu lassen. Eigentlich könnte man die Rechnung ja sein lassen. Ich weiß aber nicht, ob das negative Auswirkungen hat. Keine Ahnung. Hoch. So, wir könnten den Laden weiter erweitern. Mache ich mal. Das nächste kostet 108.000. Ja. Ja, bleiben wir bei der Erweiterung. Genau, Licht. So, ich gucke mal. Oh ja. Das geht weiter nach hinten. Ich gehe mal kurz raus, laufe rum und gucke mal, wie weit das nach hinten erweitert werden könnte. Würde mich mal interessieren. Toll, Spiel. Dankeschön. Darf ich nicht gucken? Dann gucke ich auf der anderen Seite. Sehe ich auch nicht irgendwie. Ich glaube, das Gebäude wird sehr doll erweitert. Und hier fehlt noch eine Scheibe. Na, okay. PC-Teile kaufe ich nicht mehr. Das würde reichen. Ich würde gerne den Frachtroboter wieder zurückgeben, aber es geht nicht. Der bringt mir nämlich nichts. Natürlich schade, ne? Man könnte hier natürlich noch Darlehen aufnehmen, aber wozu? Wozu das Ganze? Online-Mitarbeiter brauchen wir auch nicht wirklich. Wir haben, das reicht. Ist wirklich nur die Erweiterung. So, ich wollte noch was kaufen. Fernwand. Genau. So, welche Trennwand hatte ich? Genau, die hier. Einmal kaufen. Mein Gott, wie viel hier gleich kassieren. Los, gib mir die Trennwand. Trennwand, Dankeschön. Sehr schön. Wir können noch mehr von den Dingern hier bauen. Das wollte ich hier in diesem Raum sowieso machen. Fußboden, der hier, glaube ich, war das. Genau. Ups.
Wollen wir das hier nochmal zurücknehmen? Ja. Nein, das hier. Hallo? Hä? Was ist das denn für ein Quatsch? Das hier unten geht weg. Was ist das an der Wand? Nicht. Ja, leck Arsch. Leck Arsch. Ganz ehrlich, dann leck Arsch. So, auf jeden Fall müssen wir hier wieder Geld sparen. Ich werde mal auch hier ein bisschen was machen. Was ist das hier überhaupt? Tic-Tac-Toe. Nee. Das ist langweilig. Ich mach mal das hier in der Zeit. Spiele. Ah, das wäre ja auch langweilig. Man verliert ja eh immer. Ja, okay. Wir lassen das. Das hat keinen Sinn. Nee. Einfach nur, nee. Ich muss mal schon wieder was auffüllen. Ja, ist klar. Yo, man, yo, wir haben kein Bier und kein Fass. Oh, yeah. Oh Gott, was ist das denn? Meine Wand vor. Ist ja ekelhaft. Brauchen wir Lichter, ne? Aber ich glaube, wir sollten hiermit aufhören. Weil es gibt ja nicht mehr viel zu tun hier so großartig. Außer erweitern bis Max. Aber wir wissen alles. Wir wissen alle, worauf es hinausläuft, ne? Es wird nur noch Geld angehäuft. Geld anhäufen. Und am besten geht das mit die Armageddons. Ja. Anstatt mit diesen Laden. Huch, das ist falsch. Arcade-Dinger hier. Genau, die hier. Das hier zumindest. Das würde gehen. Mit die, genau. Ja, da fehlt noch ein bisschen. Ja, da kommt er. Also, es wird nur noch so ablaufen, dass ich diese Armageddons kaufe und da hinten aufstelle. Und das nicht wenig, sondern sehr viele. Das wird immer und immer so weitergehen. Bis gar nichts mehr geht, bis ich dann sage, diesen Laden werde ich verkaufen und alles in am Arcade-Maschine umbauen. Oh, das sieht ein bisschen anders aus. Na, ist egal. Ist egal. Alles wird zur Internetcafé umgebaut. Um das meiste Potenzial des Geldes zu erhalten. Genauso und nicht anders. Und das würde immer weiter so laufen und immer so weitergehen und immer so weitergehen, bis ich alles habe, was das Spiel bietet.
Und das ist auf Dauer auf meinem Kanal ein bisschen langweilig, sage ich mal. Mir wäre es lieber, wenn es ein bisschen mehr schneller Fortschritte geben würde, als immer nur dasselbe zu machen, jetzt noch zum Schluss. Und ich glaube auch, ihr wollt nicht mehr davon sehen, oder? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich das hier erstmal beenden. Nach 10 Minuten. Wir machen noch ein bisschen was. Einmal Gordon, also arkanmäßig, ja, so ein bisschen. Und hier, das werde ich mal auch noch mal ein bisschen hier umbauen. Ja, genau. So. Jetzt können sie auch daran, wenn sie wollen. Ich glaube, in so einer AFK-Maschine, Arcade-Maschine, meine ich, wäre das Ding ganz gut, wenn wir davon viele bauen. Und ja, damit am Ende dann sehr viel Geld machen werden. Ja. Wäre ganz gut. Anstatt diese Kaufläden, Verkaufsladen. Verkaufsladen, schön und gut, ja. Man muss die Regale jedes Mal auffüllen, man muss die Ware jedes Mal kaufen. Ist ja schön und gut, aber das mit dem Internetcafé ist mir doch am liebsten. Und diese Kollegen, dass sie doppelt aussehen, finde ich auch ein bisschen merkwürdig und cringe. Ich will das hier eine Chance geben, ja. Aber mich erschließt es, dass ich hier jedes Mal manuell nachfüllen muss. Das nervt. Ich würde das auch gerne automatisiert haben. Wenn man schon einen Laden führt, dann mit Mitarbeiter, aber nicht alleine. Okay, dann gehen wir mal was essen im Spiel. Und Markt. Wenn ich könnte, würde ich es fühlen, aber weiß nicht. Mag ich einfach nicht. Noch eine Trennwand muss her. Ich weiß gar nicht, welche Trennwand ich überhaupt geholt hatte. Da hinten. Ein Fensterle. Ja, ein Fensterle. Bestimmt das hier. Ja. So, da muss ich mal gucken, wie die Abstände sein müssen. Muss ich hier mal ein bisschen variieren. Ich glaube, die Abstände sollte ich groß halten, nicht so klein. Hier so, würde ich sagen. So. Hier steht schon mal einmal. Heiß. Das war heiß.
Ja. Danach, ja, ich mache nicht mehr lange und dann mache ich hier Feierabend für heute. Weil das Spiel hat sowieso nicht mehr viel zu bieten. Supermarkt lasse ich auslaufen. Und werde da auch noch Automaten hinbauen. Ja, doch. Ist, glaube ich, besser so, Automaten hinzubauen. So, wie sieht's aus? Wir können noch eine Arcade kaufen, genau. Wir brauchen noch viel mehr davon. Uns reicht das alles nicht. PC reicht alle Male für den Eingang, aber alles andere muss noch gemacht werden. Ja, wie gesagt, entweder ihr sagt, ja, mach weiter bis zum Schluss, bis du alles hast. Oder ihr sagt, nee, ist zu langweilig, mach ein anderes Spiel. Bitte schreiben, Kommentar, wäre super. Das wäre eine gute Unterstützung, auch für euch eine gute Unterstützung, wenn ich auch andere Spiele fortsetze. Nach diesem Simulator, den nächsten Simulator anschmeiße. Da habe ich nämlich eins auf dem Kasten und das ist gerade schon auf meiner Bibliothek. Und diese Simulator möchte ich gerne mit euch spielen, anstatt das hier. Das hier ist eher so, weiß nicht. Und dieser Roboter ist total nutzlos. Weiß auch nicht. Weil, ihr seht es ja selber. PC ist Vollausstattung, alles mit drin. Internet ist auf Max. Was kann man dann noch alles machen? Außer LAN-Erweiterung. Ja, das ist das Einzige, was sehr teuer wird. Bis zu Abschnitt 10. Und zum Schluss wäre dann Hauskauf dran. 2,5 Millionen. Naja, 2,6 Millionen plus 400.000. Mit Einrichtung, da sind wir so auf die 3 Millionen Luxuswille. Ich glaube nicht, dass ich das machen will. Arbeitstisch-Upgrade kann man auch noch machen. Ich weiß nicht, was das hier bringt. Ich glaube eher nichts, es ist nur optisch. Man kann hier nicht mehr viel machen. Internet ist auf Max. Wie gesagt, Schilddesign, nein danke. Online-Mitarbeiter, nein danke. Lebensmittel-Großhandel lasse ich auslaufen. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ich kann auch Lebensmittel-Großhandel rausschmeißen. Und die Frau ebenfalls. Und Lichter. Also es gibt noch eine Menge zu tun. Ja, so noch ein bisschen und so ein bisschen, aber es ist nur noch bla, 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 bla. Ihr wisst, was ich meine. Es ist nur noch langweilig. Okay, dann lassen wir hier mal, bevor ich hier wieder einschlafe, lassen wir schon mal schließen hier, das Geschäft. Braucht keiner mehr reinkommen. Ja. Es bringt mir einfach nichts mehr hier im Spiel. Das Early Access, ich weiß, da kommt noch vieles Neues. Aber ich will das hier nicht mehr. Aber ihr entscheidet, ob ich weitermachen soll oder nicht. Ich halte mich da ganz konkret an euch. Während ich schon mal mein Mittag esse.
Ist schon mal leer. Naja. Dann lassen wir es so. Okay. Das war's dann erstmal für diese Folge. Falls du neu bist auf meinem Kanal, gerne abonnieren, Glocke nicht vergessen, so aktivieren und wir sehen uns am Morgen wieder bei Internetcafé und Supermarkt Simulator 24 auf meinem Kanal. Ciao mit V, tschüss mit L, euer Dieselchen. Bis morgen. Tschüss.